Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die Case 8575 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Abdu Modding, Perma Modding und Black Sheep Modding. Gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One. Findet ihr einmal in der Kategorie Werkzeuge und dann Ballentechnik. Hier haben wir das gute Stück Case 8575, 4000 Liter Pressvolumen, 85 PS empfohlene Leistung, 24 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit für 24.000 in der Anschaffung, 1.224 im Leasing. Wir haben einen Config-Block und zwar Design, da könnt ihr auswählen zwischen Standard und Warndreieck. Ansonsten ist eine Quaderballenpresse für Heu, Stroh, Gras. Soweit so klar. So, hier haben wir das gute Stück Case IH 8575. Die Deagles selber sehen okay aus, ne? Man sieht hier, das Case kann man relativ schlecht lesen, weil weiß auf weiß oder weiß auf grau in dem Falle. Ihr seht aber hier das Pixel so ein bisschen, ne? Da sind die Ränder ein bisschen ungeil ausgeschnitten worden. Sieht man hier gerade nochmal bei der 5, wenn man hier ein bisschen näher rangeht. Warte mal, kriegt man das hier hin? Ne, wir kriegen es leider nicht hin. Aber ihr seht es hier bei der 5, da ist so ein Zack, Zack, ne? Ein bisschen unsauber ausgeschnitten. Ansonsten haben wir hier vorne den Pickup und die normalen Anschlüsse hier mit dabei. Ein paar Warnhinweise sind auch noch mit da. Was mir ein bisschen bei der Presse auffällt, ist, die wirkt ein bisschen, naja, klobig. Also texturtechnisch gesehen, ihr seht ja hier, Licht und Co., also Sonnenstrahlen und Co., die werden reflektiert, das ist alles klar. Soweit schick schön. Aber es wirkt irgendwie an manchen Stellen so ein bisschen, ja, klobig. Ich weiß aber nicht, wie ich es am blödesten ausdrücken soll. Ne? Gerade hier, wenn ihr euch den Pickup und so anguckt, ne? Vielleicht wisst ihr ungefähr, was ich meine. Ansonsten haben wir hier einmal Trelleburg-Bereifung 600/50 22 5 EMP drauf. Hinten im Mac-Bereich, Bremslichter, Blinker, Auswurf dementsprechend hier mit dabei. Noch die Möglichkeit, hinten was anzuhängen, Ballensammelwagen oder Co., ist aber nicht mit dabei. Ne? Aber wenn ihr da was habt, könnt ihr das dann dementsprechend hinten auch gleich noch mit draufhauen. Hier das konfigurierbare Warndreieck. Ansonsten noch was aus der Welt des echten Lebens. Ne? Das Ding wurde von 96 bis 98 dementsprechend hergestellt. Ja? So schreibt es auf jeden Fall der Modder. Also texturtechnisch gesehen, okay, ne, aber es wirkt halt ein bisschen klobig. Ich weiß aber nicht, wie ich das einordnen soll, um ehrlich zu sein. Wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, wir sehen, dynamische Kabelschläuche haben wir in dem Falle nicht, aber Zapfwelle und Co. wird hier miteinander verbunden. Das funktioniert soweit auch. Genauso wie wir hier hinten die Blinker haben, genauso wie die Bremsleuchten und Co., das haut soweit auch alles hin. Genauso die Rundumleuchte geht auch. So, mit der Taste X können wir das Ganze einmal aufklappen. Ne, soweit so klar, das funktioniert auch, das ist soweit animiert. Wenn wir mal ein bisschen weiter vorfahren hier, können wir auch mit der Taste V den Pickup senken und wieder anheben. Ja, und mit der Taste B können wir den ganzen Spaß einschalten und dann geben wir einfach mal Gas und fahren hier mal drüber. Und ihr seht, Quaderballen kommen in dem Fall raus. Das sind auch die Standard-Quaderballen, haben 4000 Liter. Ne? Und dann macht das hier blub und blub und blub. Ne? Und dann funktioniert das Ganze auch alles. 24 km/h maximale Geschwindigkeit, wie angegeben, funktioniert auch. Also ihr seid eher relativ flott auf dem Feld unterwegs für einen günstigen Kurs, muss man auch noch dazu sagen. Ne? Also von daher, man muss ja nicht immer die riesigen Dinger halt haben, wenn solche kleinen Ballenpressen es auch tun. Warum nicht? Geschwindigkeit ist auf jeden Fall hier ein Vorteilpunkt. Ansonsten, ihr seht hier, Lok ist sauber. Könnt ihr euch also, was das angeht, auch bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.